Ja, moin Leute. Es gibt Leute, die Startprobleme haben mit ihrem BMS. Also sprich, wenn ihr es das erste Mal anschließen, da zeige ich euch ein paar Tricks, wie ihr es aktiv kriegt und falls die Leute mit der Software hantieren, welche Funktion man, bevor man überhaupt was verstellt, machen sollte. Das habe ich bei dem ersten Video vergessen. Ich werde es mal verlinken. Und ja, wir fangen einfach mal an. Und zwar gibt es Probleme, dass die Leute das BMS nicht aktiv geschaltet bekommen, nachdem sie das Balancer-Kabel, also alles überprüft haben. Ich gehe davon aus, dass hier alles richtig angeschlossen ist. Das alles anschließen, den Batterie-Minus auch angeklemmt haben, Ladestrom draufgeben und das BMS geht nicht an. Da haben wir jetzt öfter schon Kommentare darüber gelesen und es gibt zwei Methoden, wo es auf jeden Fall angeht. Die dritte hat bei mir auch funktioniert, muss aber nicht funktionieren. Ich fange mit der an, die eventuell funktioniert. Und zwar ist es, wir schließen nur das Balancer-Kabel an. Also hier sind dann die Batterien natürlich dran. Und lassen diesen Pol hier ab. Geben hier ganz normal Ladestrom drauf. Einmal hier Minus dran vom Ladegerät. Plus an die Batterie. Also das ist eine Methode, die könnte funktionieren, muss aber nicht. Also ich hatte dieses Problem auch festgestellt, dass es zwischendurch vorkommt, dass das BMS sich nicht beim Laden freischalten lässt. Also dass es aktiv schaltet. Und ich habe festgestellt, wenn die Batterien, die Zellen gerade frisch initial geladen sind und noch eine Spannung haben, eine Zellenspannung von 3,55 Volt oder und drüber, dass sich das BMS in dem Fall dann mehr oder weniger weigert. Oder eher gesagt, der Ladestrom vom BMS ist da schon eingestellt, ey, Moment, ich bin drüber, ich darf keine Ladung annehmen und deswegen lässt sich das nicht schalten. Wäre auch eine Möglichkeit, mal kurz einen Verbraucher an die Batterie dran zu hängen ohne das BMS und die Batterien ein bisschen leer ziehen. Dann sollte es auf jeden Fall auch gehen. Das sind also quasi vier Methoden, die funktionieren. Was auf jeden Fall sofort funktioniert, wenn alles ganz normal angeschlossen ist und ihr schließt das sogenannte UAT-Kabel ans BMS und dann an den Rechner. Sobald da Saft drauf ist, schaltet das BMS durch. Das funktioniert auf jeden Fall. Und es gibt noch eine Möglichkeit, wenn ihr das BMS gerade frisch angeschlossen habt, und zwar über den K-Anschluss. Und zwar haben wir hier unten, in der Regel ist hier NTC und Bluetooth wird hier unten angeschlossen und dann gibt es ja noch dieses Display-Port-Kabel, was erst ab 8S BMS, soviel ich weiß, zur Verfügung steht. Auf jeden Fall unten, wo das Bluetooth-Modul dran kommt, gegenüber gibt es eigentlich auch nochmal Anschlüsse, hier oben die. Und bei meinen 150 Ampere ist es so, hier oben gibt es nur einen zweipoligen. Den könnt ihr einfach mit einem Schraubenzieher kurz schließen. Ihr könnt ja nichts kaputt machen, einfach nur dazwischen gehen, kurz Kontakt, dann schaltet das BMS auch frei. Es gibt BMS, da sind auch zweipolige Anschlüsse. Und zwar ist das in dem Fall hier bei meinem 80er so. Und von oben drauf gucken war es der rechte. Also hier unten ist Bluetooth und hier rechts. Der war das, den ich freischalte. Wenn ihr den falschen Code schließt, geht das BMS nicht kaputt. Es gibt ja schon einige Videos davor, mein Solartest und mein Kurzschlusstest. Das Ding hält einiges aus. Also um das zu brutzeln, ja, da muss, glaube ich, einiges mehr her. So zum Thema Bluetooth. Beim 4S ist es aktuell immer noch nicht möglich, das Passwort zu ändern. Es soll wohl eine Neuauflage geben, wo das neu aufgebaut ist. Ich habe aber leider noch keine Antwort dazu gekriegt, ob man das 4S endlich mit Passwort schützen kann. Andere User haben mir schon berichtet, beim 8S geht es. Ich habe mir auch ein 8S BMS noch bestellt, gerade um zu gucken, ob es mit dem Bluetooth-Passwort auch funktioniert. Ich möchte auch mal ausprobieren, vielleicht kriegt man das 8S auch runtergestellt auf ein 4S. Und da kommen wir nämlich auch zu dem nächsten Problem. Es gab einen User, der mich angeschrieben hat und hat gesagt, hör mal, kannst du mir deine Konfiguration schicken? Ich habe mein 4S BMS auf 6S gestellt. Das ging wohl ohne Probleme über die Software, aber es ging nicht mehr zurück. Er schrieb mir daraufhin auch, dass er dasselbe 150er hat wie ich und gesagt, getan. Ich habe meine Konfiguration gespeichert, ihm per Mail geschickt und er hat sie auf seinem BMS aufgespielt. Und danach konnte er es wieder verwenden. Und ich zeige euch mal, was ihr machen solltet, bevor ihr
an der Software rumspielen wollt oder irgendwelche anderen Sachen verstellt oder es generell mal zerschießt, dann habt ihr die Möglichkeit, das wiederherzustellen und alles läuft wieder, wie es vorher war. So, ich habe euch jetzt einfach mal kurz vor den Monitor gestellt. Und zwar habt ihr hier oben die Option File und dann sagt ihr bitte, speichert den ganzen Kram vorher. Gebt den ganzen einen schönen Namen, drückt auf Speichern. Danach könnt ihr hier rumprobieren und falls irgendwas überhaupt nicht mehr so funktioniert, wie es sollte, könnt ihr einfach öffnen sagen, klickt euer Backup an, was ihr erstellt habt, dann wird hier alles reingeladen und er sagt auch hier, wunderbar, hat funktioniert, es kommt direkt eine Meldung. Ihr müsstet auch dann auch hier alles wieder ausgefüllt sehen, so wie es vorher eingestellt war, wie man hier auch sieht. Wenn ihr das Video zurückspielt, müsst ihr gesehen haben, dass hier 500 mA drin stand und nicht 1800. Und dann könnt ihr den ganzen Kram einfach nochmal zack auf Speichern sagen und es funktioniert. Auch das Datum müsste sich hier geändert haben. Und auch die Versionsnummer. Und zwar habe ich hier noch das ältere Modell, ist komischerweise 04er und kein 03er. System. Das ist hier noch das ganz erste DALI BMS, was ich überhaupt hatte. Auf jeden Fall müsst ihr das dann noch einmal hier speichern. Dann ist das BMS wieder so, wie ihr es vorher großartig was verändert habt, gespeichert habt. Würde ich auf jeden Fall machen. Kann euch den Arsch retten. Sonst einfach mal hier die Community fragen. Einfach einen Kommentar hinterlassen. Vielleicht hat ja einer genau dasselbe BMS wie ihr und bei ihm läuft es noch. Und dann kann er einfach mal seine Konfiguration speichern. Und dann kriegen wir schon eine Möglichkeit per Dropbox oder wie auch immer, die Daten hin und her zu schieben. Vielleicht auch über mich. Einfach eine Mail an wulleontour@gmx.de und dann kann ich das entsprechend vielleicht weiterschicken. Also es gibt viele Mittel und Wege, sowas dann auszutauschen. Und dann versuche ich für euch in der Videobeschreibung die ganzen Links, die ich da reinstelle, immer aktuell und einen günstigen Preis da drin zu haben. Ihr könnt zwischendurch bei dem Hersteller auch dann mal hinklicken und gucken, ob da noch was Günstigeres ist. Das ändert sich ja im laufenden Band, aber ich versuche das immer aktuell zu halten. Und ich habe ein aktuelles Angebot gefunden, das ist sehr verlockend. Davon habe ich mir auch jetzt 4 Zellen bestellt. Und zwar gibt es 4 Zellen 280 Ampere-Stunden für knapp 370 Euro, inklusive Versand und Zoll. Steht zumindest bei. Ich habe sie bestellt. Wie gesagt, ich kann zu den Zellen noch nichts sagen. Ich weiß auch nicht, ob nochmal Zoll drauf kommt oder der Zoll wirklich mit drin ist. Das werden wir dann, also das werde ich dann sehen, ob das so ist. Aber das ist ein guter Preis und sobald sowas mal geteilt wird, dann geht der Preis relativ schnell nach oben. Und bis ich das alles habe, dann könnt ihr lieber auch noch einen Schnapper machen. Aber wie gesagt, ich kann dazu nichts sagen, deswegen mit Vorsicht. Wenn ihr meint, ihr habt das Geld dafür und da ihr sagt, mein Gott, wenn es halt nur 200 Ampere-Stunden sind, dann ist das immer noch ein guter Preis, dann könnt ihr die wahrscheinlich ohne Probleme bestellen. Aber wie gesagt, ich habe noch nichts getestet. Noch eine interessante Sache, die ich jetzt so mitbekommen habe: Es gibt jetzt einen neuen Hersteller, der so fertige Batterien, also sowas wie Litron, nur die heißen Bultron. Ich weiß nicht, ob ihr davon mal was mitbekommen habt. Und die haben ein DALI BMS verbaut. Also nicht dieses typische JBD BMS, sondern wirklich ein DALI BMS mit prismatischen Zellen. Also diesen viereckigen Klotz, den ihr hier hinter mir seht. Die Zellen mit so einem BMS verkaufen die aktuell. Das könnte dann heißen, dass hierfür wirklich auch mal dann eine neue Generation kommt, weil wenn Bultron, deutscher Hersteller, geben die an und das könnte natürlich sein, dass sie ein paar Anforderungen an die Chinesen stellen und dann wird so ein Ding auch dann gerne mal weiterentwickelt und dann hoffe ich auch, dass bei einem 4S hier endlich mal wirklich ein Passwortschutz rauskommt. Und für die Leute, die nach Bultron gesucht haben und jetzt das Video hier sehen, das ist echt gute Hardware. Die Software ist noch zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht so toll, macht aber was es soll und das wird keine schlechte Batterie sein. Ihr könnt ihr euch aber relativ simpel selber bauen. Dafür könnt ihr dann einfach mal meine Videos gucken. Da habe ich schon zwei Batterien zusammengebaut, die dann quasi gleich sind mit so einer Bultron, nur dass die halt ein fertiges Plastikgehäuse haben, was man ja auch einfach kaufen kann. So, und das war's zu dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da.
Ein Abo wäre auch nicht schlecht. Bis zum nächsten Mal.